Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 28. Juli 2018? Vollmond ist vorbei. Die abnehmende Mondphase hat begonnen. Diese abnehmende Mondphase eignet sich dafür, von etwas verabschieden, was uns stört, wie Trennung, Kündigung oder Loslassen, und eignet sich auch dafür abnehmen. Aber nicht jeden Tag ist günstig dafür, sondern wir sollen die einzelnen Tage auch betrachten, ob das wirklich gut ist. Ob das der richtige Moment ist, von etwas trennen oder kündigen oder gerade loslassen. Und so ist es im heutigen Tag. Nach indischer Astrologie, so wie die Mondhaus das genau beschreibt und die Mondenergie uns das auch vermittelt, sollen wir erstmal zuhören oder genau hinhören, was der andere meint. Wir bekommen heute wichtige Informationen. Das kann uns weiterhelfen, vielleicht ein guter Rat. Aber bei Beziehungen ist auch wichtig, bevor wir schnelle Entscheidungen treffen und zurückziehen, weil wir verletzt fühlen oder sogar trennen, erstmal zuhören, was der andere meint. Und das sind wirklich wertvolle Informationen, wertvolle Momente. Bei diesen Informationen, was wir heute erhalten, manche Tierkreiszeichen unterstützt es und hilft weiter. Im heutigen Tag zum Beispiel bei Wiedergeborenen und bei Waagegeborenen sind die Informationen fragwürdig, so dass die Waagegeborenen und die Wiedergeborenen die Frage stellen sollen, ist das überhaupt die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Also das ist mal wichtig, das Zuhören, und das vermittelt die Mondenergie. Mond bewegt sich nach indischer Astrologie noch im Steinbock, aber übergeht in Tierkreiszeichen Wassermann. Nicht wundern, dass die indischen Astrologen anderes berechnen, beschreiben. Es ist andere Berechnung, weil die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession. Also kommen zum anderen Ergebnisse und es ist auch präzis. Es ist nicht nur dieser Mondhaus, was beschreibt, dass wir zuhören sollen, weil wir heute wichtige Informationen erhalten, hat einen Einfluss auf unserem heutigen Tag, sondern auch das Sternbild Adler. Und da ist auch eine schöne mythologische Geschichte. Es kam zwar nicht von dem indischen Bereich, sondern im chinesischen, wie Sie das beschreiben, wie Sie das sehen, diesem Sternbild Adler. Es gab einmal ein Junge, einen Hirtenjunge, alter Ehr. Und im Himmel gab eine Fee, und diese Fee hieß Vega. Und Vega verliebte sich an diesem Hirtenjunge und kam auf die Erde. Der Himmelskaiser, der Sonne, und die Himmelskaiserin, die Mond, hat das entdeckt, dass diese Fee nicht mehr im Himmel ist, sondern bei den Menschen. Und der Himmelskaiser fragte seine Frau, was sollen wir jetzt tun? Und die Himmelskaiserin meinte, wir sollen die Fee zurückholen ins Himmel. Und so passierte auch und wurden die beiden getrennt. Die beiden Liebenden waren sehr traurig, bis dann Deneb kam. Und Deneb hat geholfen, weil Deneb baute eine Brücke zwischen beiden Liebenden, Altair und Vega. Und in diesen Brücken treffen sie sich einmal im Jahr und das ist der Tag der Liebe. Und dieser Hirtenjunge, Altair, befindet sich im Sternbild Adler. Und genau diesem Sternbild Adler bestrahlt die heutige Mondbewegung. Und diese Geschichte hat auch eine Bedeutung, eine Brücke bauen zu jemand und auf unserem Herz zu hören, die Kontakt suchen und natürlich auch zuhören.
Wie wirkt es auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen lernen etwas Neues. Und bei diesem Lernen haben die Krebsgeborenen auch einen Vorteil. Sie haben damit ein Glück, weil sie bekommen die Wahrheit oder bekommen sie neue Eindrücke, Erkenntnisse. Die Liebepartnerschaft begeistert die Krebsgeborenen. Und die Krebsgeborenen bekommen gerade Aufmerksamkeit. Sie haben ein selbstbewusstes Auftreten. Sie werden zurzeit wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen können auch mit Gesprächen rechnen. Und bei Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema zurzeit die Liebepartnerschaft. Und hier ist auch wichtig zuhören. Was meint der andere oder wie fühlt er sich? Oder wie fühlt sie? Also die Gespräche, aber auch das Zuhören hat gerade eine Bedeutung. Vielleicht dadurch kommt in Beziehung alles in Ordnung, in Harmonie. Die Löwengeborenen achten auch auf die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und sie bringen ihren Finanzen zurzeit in Ordnung. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommen kleinere Veränderungen. Es bewegt sich etwas, kommt auch eine Einladung oder ein Besuch. Die Gespräche haben auch eine Wichtigkeit, weil die Jungfraugeborenen bekommen auch die Erkenntnisse oder die Wahrheit. Sie sollen auch genau hinhören. Die Tierkreiszeichen Waagegeborenen bekommen Informationen, aber die Waagegeborenen sollen eher vorsichtig sein und die Frage stellen, was sagt mir das? Hilft mir das weiter? Ist das überhaupt die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Die Waagegeborenen brauchen zurzeit Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen und die Wohnsituation spielt auch gerade eine Rolle. Entweder wohnliche Veränderung oder sie verschönern etwas zu Hause oder sind sie gerade im Rückzug und genießen ihren Zuhause. In die Liebepartnerschaft haben die Waagegeborenen Glück. Und Haus und Liebe können wir auch in Verbindung setzen. Viele Waagegeborenen planen eine Hochzeit oder ziehen sie gerade zusammen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben tolle Ideen. Sie verspüren die schöpferische Kraft. Sie sollen das spielerisch betrachten, dann geht alles mit Leichtigkeit voran. Die Gespräche haben eine Wichtigkeit und die Skorpiongeborenen bekommen zurzeit wichtige Informationen und die erfahren gerade die Wahrheit, also genau hinhören. Die Kinder spielen auch eine Rolle, entweder die eigenen Kindheit, diese Erinnerungen oder die eigenen Kinder. Oder kommt Nachkommenschaft, also das ist auch ein Thema momentan bei den Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen achten auf die Gesundheit oder kommt gerade eine Heilung. In beruflichen Situationen haben die Schützengeborenen Möglichkeiten, Chancen, beruflich etwas zu verändern, verbessern. In die Liebepartnerschaft haben die Schützengeborenen auch Glück. Wenn die Schützengeborenen genau hinhören, was erzählt wird, dann sollen sie die Frage stellen, ist das die Wahrheit oder nicht? Also hier sollen die Schützengeborenen orientieren und es genau einordnen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft. Aber nicht nur warten, bis eine Nachricht kommt, sondern auf anderen zugehen und auch zuhören, was meint der andere. Und so kommt das alles in Harmonie, aber darf auch nicht einseitig sein. Und die Steinbockgeborenen sollen auch auf die Kontakte achten, welche Informationen erhalten sie. Und nicht nur zuhören, auch eigene Meinung auch vertreten und so kommt das alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Themen mit Ämtern und mit Finanzen und das regeln gerade die Wassermanngeborenen. Die Wassermanngeborenen haben auch gute Ideen, das sollen sie auch umsetzen im Tat. In den kommenden Tagen kommt mehr in Bewegung und sie sollen Ziele setzen
und auf diesem Zielen konzentrieren. Wenn das zu viel ist und zu hektisch, dann verlieren die Wassermann-Geborenen die Gleichgewicht, dann fühlen sie sich müde, erschöpft. Nicht nur bei den Wassermann-Geborenen ist es so, sondern auch bei den Steinbock-Geborenen. Die Tierkreis zeichnen Fischengeborenen, planen eine Reise oder sind sie auf einer Reise oder bekommen Besuch, Kontakte von Ausland. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Die Fischengeborenen sollen auf ihren Träume und Intuition hören. Die Nachrichten haben auch eine Bedeutung, weil die Fischengeborenen erfahren die Wahrheit, sie bekommen wichtige Informationen, also hier ist auch wichtig genau hinhören. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Kraft und Mut, etwas verbessern, besonders in beruflichen Situationen. Und es ist schon ein Aufstieg bei den Wiedergeborenen. In die Liebe, Partnerschaft haben auch Glück. Was die Informationen betrifft, sollen die Wiedergeborenen genau hinhören und die Frage stellen, ist das überhaupt die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Also Vorsicht! Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit Überraschungen rechnen, unerwartete Ereignisse oder eine Einladung oder ein Geschenk. Sie sollen auch genau hinhören, was der andere meint, weil sie bekommen auch wichtige Informationen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Wenn sie ihre Ideen umsetzen möchten, dann sollen sie zielorientiert sein. Wenn das zu viel ist, dann haben die Zwillingsgeborenen Stress, verlieren Kraft, Energie und auch die inneren Gleichgewicht. Die Informationen sind auch sehr wichtig, also genau hinhören, welche Nachricht kommt, weil das hat auch heute eine Bedeutung. Und das war mein Tageshoroskop. Und ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Was ist es und wie funktioniert es? Es sind E-Mails-Beratungen und das geht wirklich blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Ihre Frage. Wie zum Beispiel, soll ich in dieser Arbeit bleiben? Werde ich umziehen? Werde ich ihn in den kommenden Tagen sehen? Oder soll ich eine Nachricht schreiben? All die Fragen, was den Alltag betrifft. Sie bekommen die Antwort noch im selben Tag, aller spätestens nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.